Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, mein letztes Projekt aus 10 Wochen Weihnachten ist ein kleines Tischgoodie. Und zwar, jetzt muss ich das mal eben rausnehmen, das ist mein erstes Muster. Das gefällt mir noch nicht so ganz, aber vom Aufbau her ist das exakt das Gleiche, was wir gleich machen. Ich habe hier ein elektrisches Teelicht, weil hier passt natürlich kein normales Teelicht rein. Das würde abfackeln und das kann man dann so hinstellen. Was ich hier liegen habe, ist das, was ich benutze. Ich habe das Stempelset Festtagsbaum und die dazu passenden Stanzform geschmückter Baum. Ich embosse ein bisschen, ich stempel ein bisschen, hier wird ein bisschen ausgestanzt. Und das ist es, was ihr eigentlich dafür braucht. Ich mache den nächsten jetzt in Gartengrün. Den hier habe ich in Chili gemacht. Geht beides, also Chili und Gartengrün verbunden. Den mache ich jetzt mal komplett in Gartengrün. Und legen wir mal los, gleich nach dem Intro. Übrigens, für die Kreise habe ich mein All-Time-Favor benutzt, Basic mit Pep. Das ist der zweite und dritte Kreis. Dieser Kreis hier vorne, der große, das muss ich euch kurz zeigen, der kommt hinter den Tannenbaum, damit der Tannenbaum hier steht. Und der kleine kommt hier unten rein, damit das Teelicht ein bisschen besser steht. Dafür habe ich diese beiden benutzt und dafür bieten sich die Stanzformen natürlich an. Wir müssen hier noch etwas machen. Übrigens, alle Maße, was heißt alle Maße? Es gibt nur ein Maß und ich sage euch nochmal die Produkte, mit denen ich gearbeitet habe, findet ihr auf meiner Homepage. Ich blende sie euch ein. Ihr findet aber auch hier oben eine Infokarte. Da könnt ihr draufgehen, euch das Maß eben ausdrucken. Da gehört noch ein Falzmaß zu und dann kann das auch schon losgehen. Ein Falzmaß, das heißt, ich lege mir das hier an, falze das einmal und das war es auch schon. Mehr brauche ich nicht. Das ist einfach nur so eine kleine Linie, die ich gleich brauche, um zu gucken, wo klebe ich denn. Es wird also nicht wirklich gefalzt. Damit ich hier eine schöne Rundung hinbekomme, ziehe ich mir das zweimal relativ locker über ein Falzbein. Und jetzt kommt nämlich schon unsere Linie. Das ist genau ein Quadrat. Nämlich einmal ein Inch und das klebe ich jetzt übereinander und dann habe ich schon meinen Kreis. Das heißt, hier kommt jetzt mal eben Kleber drauf. Und dafür nehme ich einfach nur diese Linie als Anhaltspunkt, da falze ich nicht wirklich mit. Kleinen Moment festhalten, damit das gut anziehen kann. Und das war's auch schon. Ich ein bisschen über die Linie drüber, so. Das kann man sich jetzt noch so ein bisschen zurechtruckeln, damit das einen schönen Kreis ergibt. Und dadurch, dass man es hier halt übereinander klebt, hat das einen sehr guten Stand. Das wird gleich aber noch besser, wenn wir da noch was rankleben und auch noch was draufstellen natürlich. So, das ist das eine. Die beiden Kreise habe ich schon. Und, oh, ich habe ein Stückchen rundweißen Farbkarton vergessen. Den brauche ich natürlich noch. Habe ich noch irgendwo ein passendes Stück? Ja. Ich habe immer so eine Schublade, wo kleine Abschnitte drin sind und der ist genau richtig. Ich nehme mir den großen Tannenbaum aus dem Stempelset. Das ist dieser hier. Und ich nehme diesen Tannenbaum und den embosse ich auch gleich. Als erstes mal den. Ich habe gartengrünen Farbkarton, also nehme ich auch das Stempelkissen in Gartengrün. Ich muss gestehen, mir gefällt Gartengrün auch deutlich besser als das Tannengrün. Eine ganz persönliche Geschichte von mir. Das stempel ich einmal ab. Und bevor ich das jetzt embosse, muss das einen ganz kleinen Moment trocknen, weil sonst habe ich hier gleich überall das Embossingpulver drauf. Das will ich natürlich nicht. Derweil das trocknet, das lege ich mal eben beiseite,
kann ich nochmal eben das hier machen. Hier möchte ich meinen Spruch draufstempeln. Ich habe hier in Gold embossed. Das war mir ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich gehe jetzt auf Weiß. Bevor ich das embosse, einmal mit dem Embossing Buddy darüber, damit da nichts drauf ist, was da nicht hingehört. Hier ist mein Stempel, Frohe Weihnachten. Da kommt Versamark drauf. Einmal abgestempelt und das Gute ist, das sehe ich recht gut hier drauf. Dadurch sehe ich, ja, alles tutti, ich brauche da nichts nacharbeiten, der Stempelabdruck ist gut. Ich habe mein Embossingpulver immer in etwas größerer Menge in so einem Kästchen. So, und einmal abklopfen. Und jetzt sehe ich, hier sind so ein paar Ränder, die will ich nicht haben. Da gehe ich mit so einem kleinen Pinsel nochmal bei und nimm das ab, was ich nicht haben möchte. Das ist auch relativ einfach zu machen. So, jetzt kommt der Embossing-Föhn. Da mache ich jetzt gleich wieder, hoppla, den Ton aus. Es gibt eine Stanzform in den Stanzformen, die ist auf die Sprüche angepasst und damit stanze ich das gleich aus. Leg mir das hier mal rauf und kann das mal eben ein wenig fixieren, da wo ich es haben will, damit mir das gleich nicht wegrutscht. Ich nehme immer mein Post-it Tape, weil da reißt mir nichts kaputt. Das werde ich euch unterhalb des Videos in den Affiliate-Links auch verlinken. Das lege ich schon mal beiseite. Dann habe ich ein Stückchen in Currygelb. Auch dieser Stern ist mit in den Stanzformen drin. Na komm her. Den stanze ich mir auch gleich aus. Und kommen wir jetzt hierzu, denn da, das ist jetzt schön trocken. Da kommt ein zweiter Stempelabdruck drauf, nämlich wieder mit Versamark. Und das werde ich in Gold embossen. So, Gold habe ich hier auch noch stehen. Und das passt hier gut rein. Man muss nur ein kleines bisschen schauen, dass die Abdrücke da sind, wo sie sein sollen. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt nehme ich mir mein goldenes. Ich habe übrigens Abstand davon genommen, Plastiklöffel zu nehmen. Ich habe mir einen Metalllöffel genommen, denn das Embossingpulver wird statisch und klebt dann immer an dem Metall, an dem Plastiklöffel. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und deswegen nehme ich jetzt immer einen Metalllöffel. Geht deutlich besser. Einmal drüber. Mal eben gucken, das sieht sehr gut aus. Und noch einmal embossen. Und dann habe ich hier nämlich einen ganz tollen kleinen Akzent in Gold drin, was total schön ist. Auch hierzu gibt es eine Stanzform. Die kommt hier drauf und ich nehme mir wieder mein Klebeband, denn das soll bitte genauso ausgestanzt werden, wie ich das gerne hätte. Da kann ich problemlos drüber kleben. Eben kurz noch ein Stückchen. Denn das mache ich mir nicht kaputt, so wie beim Washi-Tape. Jetzt wird das ausgestanzt. Dazu habe ich wieder meine Mini-Stanzmaschine hier, die ich mal eben zack in die Hand nehmen kann. Einmal das. Das lege ich mal hier an die Seite. Dann habe ich den kleinen Stern. Das ist so ein ganz kleines Reststück gewesen, was ich mir abgeschnitten habe.
die Stanzform kommt gleich wieder in meine Metallschale, damit ich die nicht verbasel. Und als letztes meinen Spruch, den habe ich mir ja schon angeklebt, dass mir der nicht verrutscht. So, die kann zur Seite. Das auch. Und das kann ich jetzt einfach so abziehen, ohne dass da irgendwas mit passiert. Und das ist halt das Schöne an diesem Tape. Das kommt auch wieder in meine Schale. Und das hier auch. Und diese Streifen kann man übrigens ein paar Mal verwenden. Irgendwann natürlich nicht mehr, aber ein paar Mal geht das. So, was ich jetzt noch machen muss, ist mir hier so ein kleines Stückchen abtrennen. Ich würde mal sagen, ein Drittel ungefähr des Kreises. Und das ist meine Klebelasche dann quasi. Und hier vorne drauf kommt der Baum. Aber als erstes, und da muss ich mir, ich habe mit dem Embossing-Puder hier rumgeaßt, dazu brauche ich jetzt nämlich meine heißgeliebte Kreuzpinzette. Auch die verlinke ich euch gerne unterhalb des Videos. Wenn ihr sowas noch nicht habt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, weil diese Pinzette braucht man halt nicht festhalten. Die funktioniert halt andersrum. Die muss man mit Druck aufmachen und dann hält sie das Kleine gut fest und man muss nicht immer festhalten. Und das klebe ich hier oben auf. Einmal kurz festhalten. Dann bringe ich das hier. Ein bisschen Tombow drauf. Das hier bringe ich hier an. Gucken, dass das schön mittig hier auf meinem Stückchen sitzt. Kleinen Moment festhalten. Und so, dass halt die Falz, die ich gemacht habe, hier gut reinknickt. Aber wie gesagt, einen kleinen Moment festhalten, das muss gut halten. So, jetzt kommt hier Tombow drauf. Der Baum, wenn ihr etwas anderes nehmen wollt, geht natürlich auch. Der Baum deckt das hier komplett ab. Das heißt, ich kann da bedenkenlos Tombow drauf bringen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das darf unten nicht übergucken, sonst steht das nicht gut. Kleines bisschen höher und ein bisschen festdrücken. So, und innen kommt jetzt noch der Kreis hier rein. Das dient nur zur Stabilität. Der kommt genau dahinter und den klebe ich so auf, dass der hier so ein Stückchen rausguckt. Das gibt dem Ganzen nochmal etwas mehr Stabilität. So, den muss ich ein bisschen noch nach hinten knicken, damit er schön gerade steht. Haben wir. Mein embosstes Stück mit dem Gruß, da kommt ein Dimensional in die Mitte. Wo ist mein Tischmülleimer? Da. Und das setze ich jetzt hier schön mittig drauf. Und schon ist mein Tischgoodie fertig. Jetzt kann ich natürlich, also hier kommt jetzt die elektrische Leuchte rein. Das gibt dem Ganzen natürlich extrem viel Stand. Und wenn ich möchte, dann kann ich hier jetzt irgendwo oder hier an die Seite so rüber als Tischkärtchen das auch noch benutzen und einen Namen damit draufschreiben. Bei uns ist es egal, wir sind zu Weihnachten nur zu viert. Unsere Pflegetochter mit ihrem Freund ist leider dieses Jahr nicht da. Aber da kann sich dann jeder einen Platz suchen, wie er will. Aber wenn man eine etwas größere Tafel hat,
dann könnte man hier jetzt noch prima so ein ganz kleines Streifchen dran setzen oder auch oben natürlich, wie man möchte, mit einem Namen dran. Auch da kann man natürlich anstatt Frohe Weihnachten einfach einen Namen draufschreiben und dann hat man nicht nur ein kleines Tischgoodie, was einfach schick aussieht, sondern, ich lege das mal eben so hin, sondern auch noch gleich ein Tischkärtchen, damit die Leute wissen, wo sie sich hinsetzen sollen. Ich hoffe, ihr habt an diesem letzten kleinen Goodie viel Spaß. Je nachdem, ihr könnt natürlich Farben wählen, wie immer ihr wollt. Hier habe ich noch kleine Kugeln mit reingesetzt. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber das ist natürlich dann auch Geschmackssache. Vielleicht habt ihr noch Gelegenheit, wenn ihr noch keine Tischgoodies habt, die noch zu basteln. Die sind wirklich rasend schnell gemacht. Ich mache jetzt gleich noch 2 Stück. Dann habe ich 4 und wahrscheinlich sogar 3 Stück, weil den glaube ich nämlich, obwohl doch. Meine Mama mag sowas. Ja, die mag das bestimmt. Und ich mache jetzt noch 2, dann habe ich nämlich meine Tischgoodies für Weihnachten auch fertig und dann ist alles abgeschlossen. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Habt eine ruhige und besinnliche Zeit. Und im nächsten Jahr sehen wir uns hoffentlich zu den nächsten Bastelvideos mit den tollen neuen Produkten aus dem neuen Mini-Katalog wieder. Apropos Mini-Katalog, falls du noch keinen Mini-Katalog haben solltest und auch keine eigene Demo, dann kannst du über meine Homepage, ich blende sie nochmal kurz ein, den Mini-Katalog anfordern oder du kannst auch sofort eine direkte E-Mail an mich schreiben und deinen Katalog kostenfrei bei mir anfordern. Der kommt dann so schnell wie möglich. Der große Katalogversand ist fertig. Das heißt, wenn ich jetzt Kataloganforderungen bekomme, das geht ratzifatz, dann sind die raus. Ja, und wie gesagt, wunderschöne Weihnachten. Eine schöne und ruhige, besinnliche Zeit im Kreis eurer Lieben mit ganz viel lecker Essen und Keksen und alles, was dazu gehört. Und nächste Woche gibt es noch mein Einstiegsvideo zu der wirklich fantastischen Einstiegsmöglichkeit im Januar. Da werde ich dann aber ausführlich darüber berichten. Und im Januar geht es dann weiter mit den tollen neuen Produkten. Habt eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns hoffentlich und ganz bestimmt. Bis dahin, ciao, ciao!